Hallo und herzlich willkommen zur Louis Märchenstunde. Heute das Märchen vom kleinen Muck. Und zwar erzählt man sich, dass in Bagdad eine Kinderschar den kleinen Muck verprügelt hat, der nur so groß war. Na, so groß. Und der arme kleine Muck kriegt immer Prügel. Und nun pfeift der Vater seinen Sohnemann heran. Und als erstes kriegt er erstmal das Übliche. 20 auf dem Arsch heißt das Übliche. Und dann sagt er, dir werde ich eine Geschichte erzählen. Wie der kleine Muck so wurde. Wie der ist, der hat nämlich Achtung verdient. Der kleine Typ hat Achtung verdient und nicht, dass er verprügelt wird. Und zwar lebte der kleine Muck in der Stadt und hatte keine richtige Bildung. Und weil er so klein war und sein Vater hat ihn eigentlich nur zu Hause gelassen. Ja, und dem kleinen Muck, der konnte nichts, hat nichts gelernt, war einsam und nun starb der Vater. Und das Haus wurde geräumt und der kleine Muck musste weg, weil keine Wohnung, und er zog hin und fand ein bisschen eine Wanderschaft und fand eine Zuflucht bei einer Frau, Azimir. Azimir hieß die Frau und hat dort den Auftrag gekriegt, du kannst bei mir wohnen, wenn du auf meine Katzen aufpasst, wenn du die schön fütterst, wenn du die Katzen kraulst und dich um die Katzen sorgst, dann kannst du bei mir wohnen und kriegst zu essen, kriegst ein bisschen Lohn, naja. Kleine Muck schuftet und irgendwann möchte er noch seinen Lohn haben und die Frau Azimir, ja, irgendwie klappt das nicht. Jedenfalls verschwindet die irgendwann und dann, jetzt kommt nicht der Punkt, ein Zimmer ist ihm nämlich verboten. Da darf er nicht rein. Und in dieses Zimmer geht der kleine Muck jetzt und findet dort Pantoffelchen. So eine ganz kleine, die eigentlich ganz gut zu ihm passen. Und die sprechen zu ihm. Dreimal gedreht und schon sind wir weg mit dir. Und dann wie er mit den Pantoffeln reinprobiert. Ja, passen. Aber er ist irgendwie unsicher, nimmt sich ein kleines Stöckchen, um sich abzustützen. Und dann fängt der Schrauber an zu klopfen. Dreimal geklopft. Hier ist ein Schatz. Ja, die beiden Sachen sagt er ein. Und geht davon. Und verdient sich beim König als Schnellläufer. König mit dem Oberhofmarschall sitzen. Du als Läufer. Naja. Kleine Muck sagt, du kannst mir einen schnellsten Läufer geben, den werde ich schlagen. Gar keine Frage, natürlich werde ich ihn schlagen. Du, auf den Spaß lass es ankommen, sagt der Kaiser. Nein, nicht der Kaiser, der Obermufti da. Wie heißt der? Der Kalif, genau, der Kalif lässt es drauf ankommen. Und sie starten
weg ist der kleine Muck. Und der läuft hinterher. Keine Chance gegen die Pantoffel. Nur gut. Der kleine Muck kommt in die Dienste. Aber so richtig Ansehen hat er nicht da unter den Leuten. Und so ist er oft einsam und schleicht so um die Stadt rum und im Garten rum, weil keiner mag ihn wirklich. Und auf einmal fängt der Stock an zu stoppen. Und er stellt fest, na nun, da war doch was. Und fängt an zu graben und findet einen Riesenpott voll Münzen. Voll Münzen, die er ausgräbt. Und sich überlegt, die Leute mögen mich ja nicht, aber vielleicht kann ich Freundschaft erkaufen. Mit dem Geld, indem ich das einfach an die Leute verteile. Vielleicht mögen die mich dann mehr. Gesagt, getan. Die Leute mögen ihn auch mehr. Nur der Großvisier stellt irgendwie fest, der kleine Muck hat so viel Geld, er hat mehr Geld als ich. Woher kommt denn der an so viel Geld? Und er erzählt dem Kalifen das. Und der Kalif sagt, warum weinst du, Großvisier? Scheinst den großen Läufer, den kleinen Muck, den Läufer, lieber zu haben als mich. Und ich bin dir wohl nichts mehr wert. Wie kommst du darauf? Ich schätze dich sehr. Ja, warum gibst du dem kleinen Muck so viel Geld? Ja, nee, habe ich nicht. Und dann beschatten die den. Und laufen ihm hinterher und der kleine Muck merkt nicht, wie er mal wieder zu dem Pottchen geht, dass der Großvisier und der Kalif ihm hinterher schleichen und ihn beobachten, wie er den Pott rausholt und gerade sein Schlüsselchen bestohlen will. Und die unterstellen ihm natürlich, er soll das reingetan haben, was er gerade aus der Schatzkammer entwendet hat. Großvisier sagt, ja, das Stückchen, was das hat er gerade, das habe ich gestern in deine Schatzkammer gelegt und jetzt ist es hier. Der bestiehlt dich, der kleine Muck. Und der Kalif sagt, das kostet dich deinen Kopf, kleiner Muck. Dass du mich beklaust, wo ich dich so gut behandle. Ja. Aber auf Schafott mit dir. Und dem kleinen Muck bleibt nichts anderes übrig, als zu gestehen. Nein, ich war es nicht. Es ist das Stöckchen hier, womit ich den Schatz gefunden habe. Zauberei also. Und dein Laufen ist bestimmt auch Zauberei. Ich werf dich in Kerke, wenn du mir nicht sagst, wie du so schnell läufst. Ja, das sind die Pantoffeln hier. Gut, wenn du die abgibst, dann lasse ich dich leben. Und du verschwindest von hier. Ja, gut, der Kopf ist näher als der Hals. Kleiner Muck gibt die Sachen ab und kommt noch mal mit dem Leben davon. Jetzt kommt der Casus Knactus. Kleiner Muck sitzt völlig einsam unter einem Feigenbaum und jammert. Ja, mein Job. Und jetzt ist der weg, meine schönen Sachen und Schuhe und das Stückchen sind auch weg. Ich bin hier auf den anderen Mann. Ach, guck mal, hier ist eine Feige. Wenigstens irgendwas. Gegessen hatte ich auch noch nichts. Das schmecken ganz gut. Was ist denn das für ein Wispern? Aber na gut. Gegessen habe ich mal. Gehe ich mal zum Bach und lösche noch meinen Durst, bevor ich mich hiniedersetze und schlafe. Ja, er geht zum Bach, guckt ins Wasser und sieht,
Na gut, was ist denn das? Eine Nase. Schweinsnase gewachsen. Und Eselsohren. Hilfe! Wie kommt das denn? Ja. Er geht zu den beiden Bäumen zurück und stellt sich dann nur den anderen Baum. Ach, alles Scheiße, was soll das alles? Gib mir noch so eine Feige. Ich kann ja eh nichts anderes machen. Isst die. Und ja, was fange ich denn jetzt an? Die Ohren lassen sich vielleicht unter dem Turban verbergen. Aber was mache ich mit dieser hässlichen Nase? Nanu, Nase, wie sieht wieder vernünftig, fühlt sich wieder vernünftig an? Auch die Ohren? Ich muss mich beschauen. Rennt wieder zum Bach und stell fest, Ohren und Nase sind weg. Nein, sind nicht weg, sondern sind wieder normal. Und dann kommt ihm die, war mir doch es flüsternden Feigen. Ja, aus den Feigen muss die Zauberkraft kommen. Kostet man von jenen wachsen Ohren und Nase. Kostet man von jenen, verschwindet die Missgestalt. Und dann beschließt er sich, einen Vorrat zu sammeln und sich als Marktmann unter das Volk zu mischen und den Großvizier das zu verkaufen. Und Großvizier kommt angewackelt zum Kalifen und die beiden lassen sich das richtig schön schmecken und der Großvizier erzählt, dass da just ein Händler war, der gerade auf ihn gewartet hat und die schönsten Feigen ihm angeboten hat und die hat er dem Kalifen und ihm mitgebracht und die beiden lassen sich das ordentlich schmecken und als dann noch so ein dritter Schatzmeister irgendwie dazukommt, lassen sich das zu dritt schmecken, wenn sie dann feststellen wie sieht der plötzlich aus? Zum Schießen. Die Ohren und die Nase, das ist so komisch. Und die drei lachen alle, bis dann, ja, wenn ihr geruhen würdet, an eure eigene Nase zu fassen und schlagartig hört das Gelächter auf, weil der Kalif merkt, nanu, sehr Nase und Ohren gewachsen, kein Witz. Und dann wird am Großvizier eine Operation, eine Pille nach der anderen vollführt und irgendwie eine Woche vergeht und die Ohren sind nicht wegzukriegen. Nicht wegzukriegen. Und nach einer Woche taucht ein verkleideter Händler, ein Wunderarzt taucht auf, der erstmal verlangt, was kriege ich denn als Gegenleistung für meine Heilung? Ja, wir versprechen dir, was du willst. Gut, lass mich mal eure Schatzkammer sehen. Die drei gehen runter. Oh, was ist denn das? Was ist denn das Stückchen hier? Das ist ein alter, verlorener Zweig. Brauche euch nicht interessieren. Völliger Tand. Der kleine Muck. Und die Kartoffeln hier, die sind ausgetreten. Das ist alles. Kümmert euch nicht. Guckt euch die anderen Schätze an. Ja, okay. Jetzt versuch mal deine Heilkunst, Herr Großvizier. Bitte schön, ess diese Frucht. Eine Feige. Ja. Tatsächlich. Die Ohren sind weg. Ihr seid wahrlich ein großer Doktor. Aber die Pantoffeln und das Stöckchen sind wirklich nichts für euch. Und der kleine Muck reißt sich die Verkleidung vom Leib. Und den Bart. Oh, der Bart war nur angeklebt. Der kleine Muck, meint ihr, dass es nicht für mich ist? Der Bart war nur angeklebt, der kleine Muck.
Und dann sagt der kleine Muck was ganz Böses. Die Ohren soll euch ein Lebtag an mich erinnern. Und der kleine Muck greift sich die Pantoffeln, nein, schlupft in die Pantoffeln und greift sich das Stückchen und zack ist weg. So eine bösen Geschichten erzählt Wilhelm Hauff dem 1001 Nacht entlehnten. Ja, ja, vielen Dank. Und als zweites Geschichte, als zweite Geschichte, nicht als zweites Geschichte, sondern als zweite Geschichte direkt im Anschluss, ohne Unterbrechung, ich tue ja alles für euch, seht ihr, nein, hört ihr, nein, beides, ihr seht und hört die Geschichte vom Kalif Storch. Und zwar war das so, dass wieder der Großvizier, mag ein anderer gewesen sein, also war ein anderer Kalif, aber so ungefähr die gleiche Gemengelage, wieder in Bagdad, der Großvizier mit dem Kalifen irgendwie schnackelt und er erzählt, ich habe da heute Morgen einen Händler getroffen. Und die hat mir ein Pülverchen gegeben, verkauft. Und ein Zettel, eine Dose verkauft. Er hat mir eine Dose verkauft. Und in dem Dose, in der Dose ist ein Pülverchen und ein Zettel drin. In einer ganz seltsamen Sprache. In einer ganz seltsamen Sprache. Und sie müssen erst einen Übersetzer finden, der ihnen diese alte Dose, diese alte Sprache übersetzt. Und das tun sie. Und dann stellt sich heraus, in dem kleinen Döschen ist ein Pulver drin. Und das kann sie in jedes Tier verwandeln, das sie wollen. Und sie verstehen auch die Sprache der Tiere, aber sie dürfen während der Verwandlung nicht lachen, sonst vergessen sie das Passwort Mutabor. Und Mutabor ist Latein. Eine Sprache, die man eigentlich ganz leicht vergisst. Mutabor ist Latein und heißt ich verwandle mich, dich. Ich verwandle dich. Heißt Mutabor, Latein. Merken, das wirst du gleich wieder vergessen, aber sobald du lachst, wirst du das Wort vergessen. Jedenfalls, die beiden merken sich das Wort und gehen raus in die Wiesen und treffen dort auf ein Storchenpaar, die ganz schön sich da klappernd unterhalten. Und natürlich wollen Kalif und Großvizier da die Unterhaltung vernehmen. Und dann merken, wiederholen sie noch einmal das Wort Mutabor. Und sagen, aber bloß nicht lachen. Schnupfen das Zeug ist und sagen das Wort, Passwort. Und schon sind sie Störche. Und sie hören das Alltagsgespräch von zwei Storchdamen, die sich da über ihre Männer chauffieren. Und fangen natürlich lauthals an zu lachen, als sie denn darüber schnacken, wie Männer sind und was denn das letzte Vorschenkelchen geschmeckt hat. Und ja, jedenfalls müssen die beiden lachen und stellen dann irgendwie fest, jetzt wollen wir wieder Mensch werden, aber ihnen fällt
das Wörtchen nicht ein. Wisst ihr es noch, wie das Wörtchen hieß? Jedenfalls die beiden Störche haben das vergessen. Na gut, die beiden übernachten in einer Burgruine und jammern da so über ihr Elend und treffen eine Eule. Eine Eule, die auch zu ihnen spricht, und die beiden jammern so ein bisschen: Was machen wir nur mit dem bösen Zauberer, der uns wahrscheinlich den Streich gespielt hat? Mittlerweile wissen sie nämlich, welcher böse Zauberer das war. Aber wie kommt man an den ran? Und nun treffen sie das Eulchen und erzählen ihr von ihrem Elend und dass der böse Zauberer sie verzaubert hat. Und Eulchen sagt: Zufällig treffen sich in dieser Burg die Zauberer regelmäßig zu einer Versammlung. Heute ist mal wieder so eine Versammlung. Und vielleicht könntet ja ihr da was aufschnappen von den beiden. Ja, das ist ja wundervoll. Bring uns hin. Aber wenn ihr euch wieder verwandelt, was wird denn aus mir? Ich bin auch ein verzaubertes Mädchen. Und wenn ihr beiden, einer von euch beiden verspricht, dass er mich heiratet und das dann auch tut, dann werde ich mitverwandelt. Aber sonst bleibe ich immer eine Eule. Und der Kalif sagt zum Großvizier: Hey, du bist ein alter Mann, du kannst auch die Eule doch ruhig heiraten, was sollen denn schon? Und der Großvizier sagt: Komm, ich hab Frau und Kind, aber ihr seid jung und stark, und komm, nehmt ihr doch diese Prinzessin zur Frau, oder die Eule erstmal zur Frau. Ob es eine Prinzessin ist, weiß ja keiner, wird vermutet. Wie alt ist die alte Eule? Naja, wie alt ist die alte Eule? Ja gut, der Großvizier kriegt den Kalifen überredet, weil so allmählich rennt die Zeit davon. Eulchen drängelt, von wegen: Wollt ihr jetzt zur Versammlung oder wollt ihr nicht? Ja gut, Kalif, verspricht ihr das? Die drei schleichen sich zum Saal, wo gerade der böse Zauberer dabei ist, seinen Kollegen zu erzählen: Ich habe den Kalifen gestürzt, ich habe ihm ein Pöhrchen gegeben und ein Wort, in das sie sich in Tiere verwandeln, er hat sich in Storch verwandelt und hat das Passwort vergessen. Das ist so geil. Ja, welches Passwort hast du ihm denn gegeben? Und der böse Zauberer sagt: Und für die beiden, den Kalifen und den Großvizier, und die Eule sagen: Er spricht zu leise, das haben wir nicht gehört. Aber glücklicherweise wiederholt einer der Zuschauer: Mutabor, er kann gewandelt werden, oder du wirst gewandelt. Hervorragend, Mutabor, was für eine großartige Idee. Das Fahrzeug werde ich auch verwenden. Mutabor. Jedenfalls so laut, dass die drei es auch gehört haben. Flux davonstieben. Und natürlich hat das Passwort noch nicht wieder lachen. Das ist ja nicht. Jedenfalls flux davonstieben und sich alle drei mit dem Versprechen der Heirat wieder Menschen verwandeln und feststellen, das Mädel, die alte Eule, ist ein entzückendes Geschöpf, wonach sich der
Kalif eigentlich alle Finger lecken sollte. So sieht er aus. Es wird geheiratet mit dem Kalifen da, nicht dem Kalifen, dem Sohn vom Zauberer. Er wird abgesetzt und eingesperrt und der Zauberer verliert seinen Kopf. Das war die Geschichte von Kalif Storch. Vielen Dank.